Hallo an alle Zuhörer, ich bin der Callcenter-Crusher. Heute mit intelligenzbefreiten Anrufen, zum Beispiel von der Firma Große, Gute und Erfolgreiche. Wer die sind, erfahrt ihr gleich im ersten Anruf nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, guten Tag, ich bin mit Thomas. Mit wem möchten Sie sprechen? Thomas hat da Musik. Na, okay. Sind Sie Thomas? Ich sagte doch gerade, ja, okay. Ach so. Und wer okay, sind Sie mein jetzt? Mein Name ist Emil Werner, Ich bin Emil Werner, leitender Berater. Es geht um Investitionsmöglichkeiten. Wissen Sie etwas darüber? Ich weiß zumindest noch nicht, wer leitender Berater von was? Vom Beratungsunternehmen. Ja, und welches Beratungsunternehmen? Große, Gute und... Bitte? Moment. Große, Gute und Erfolgreich. Wie heißt Ihr Beratungsunternehmen? Große, Gute und Erfolgreich? Ja. Okay. Möchten Sie investieren oder Sie sagen mir jetzt, dass Sie haben kein Interesse? Ja, ich weiß ja. Wie ist denn Ihre Plattform? Große, Gute und Erfolgreich.de oder wie? Nein, das ist nicht Plattform. Das ja. War die Steven von unserem Unternehmen. Aber wir investieren mit unseren Kunden auf offizielle öffentliche Plattformen. Diese Plattform, wo wir investieren, gehört uns nicht. Ah, und es heißt Sextrade. Ah ja, und was? Ja, und Ihr Unternehmen, Sie rufen mich ja von einer Firma an. Ja. Ja, und welche Firma ist das? Wo haben Sie diese Information bekommen? Ja, na, Sie haben doch angerufen. Warum sollte mich ein Privatmensch anrufen? Nein, das ist nicht Privatanruf. Ja, eben. Aber ich also ist es ein Firmenanruf. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Kleber, Klaus. Nee, Klaus Kleber nicht, nee. Sind Sie nicht? Nee. Haben Sie vielleicht jetzt vor kurzem einen Account bei uns geöffnet? Bei wem denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Beim cfdtrade.eu. Nö, das sagt mir eigentlich auch nichts. Wie kommen Sie drauf, wie kommen Sie drauf, Klaus Kleber? Ja, hier steht bei unserem System Klaus Kleber und steht, dass Sie haben einen Account bei uns jetzt gerade geöffnet. Sie haben Interesse an Bitcoins und an Amazon und sowas gezeigt, oder nicht? Ja, ich habe zwar Interesse, aber ich bin nicht Klaus Kleber. Okay, vielleicht ist das der Name ist falsch. Wie heißen Sie, wenn ich Sie fragen darf, bitte? Ja, Augenblick, ich gebe nicht irgendwelchen Leuten meinen Namen so übers Telefon. Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, das stimmt, aber nur weil Sie diese Anmeldung gemacht haben, Herr, bitte. Woher wissen Sie, dass ich das gemacht habe? Ja, weil hier steht auf unserem System. Ja gut, aber das heißt doch nicht, dass ich es gemacht habe. Also Sie haben keine Anmeldung gemacht, oder? Ja, nicht unter dem Namen Klaus Kleber. Ganz sicherlich ja, nicht. Ja, aber... Und ich weiß ja auch nicht, Ihre Firma ist mir auch gar nicht bekannt. Woher ist Ihre Firma denn? Unsere Firma ist in London. In London? Ja. Und dann rufen Sie mit einer deutschen Telefonnummer an. Das ist eine Internetleitung, bitte. Ja, aber in Deutschland ist es verboten, wenn man aus dem Ausland anruft, mit einer anderen Rufnummer anzurufen. Das ist mir nichts ganz bewusst. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das nicht bewusst ist, aber das ist deutsches Recht. Okay. Dürfen wir das Gespräch fortsetzen, bitte? Ja, können Sie machen. Okay. Wenn Sie tatsächlich mit Ansichten gekommen sind, Herr,
Geld zu verdienen, dann sind sie bei uns richtig gelandet. Ah ja, okay. Erstens. Gut. Und zweitens, nachdem sie aktivieren ihr Handelskonto, bekommen sie zur Verfügung einen Senior Account Manager. Er ist ein Broker, der ihnen hilft bei den Operationen und gibt ihnen Handelssignale, profitable Strategie und hilft ihnen dabei, damit sie ihre Ziele bei uns erreichen. Und er wird ihnen auch darüber informieren, wie sie ihre Auszahlungen machen können. Okay. Und das, ja. Das wird er dann sagen, nachdem ich Geld eingezahlt habe. Okay. Gut. Wie heißt Ihre Firma noch genau, dass ich da mal auf Ihre Webseite gucke? Unsere Firma heißt cfdtrade.eu. Ich wiederhole mich. cfdtrade.eu. Cfd-trade oder einfach ein Wort? Nein. Alles zusammengeschrieben. cfdtrade.eu. EU. Okay, das haben ist... Sind Sie jetzt mit dem Handy oder haben Sie vielleicht einen PC oder einen Computer vor sich? Ich habe einen Computer vor mir. Okay, darf ich Ihnen unsere Homepage, unsere Link buchstabieren lassen? Ja, nein, das haben Sie ja gerade gesagt. cfdtrade.eu. Okay. Ja, wenn Sie das gut gemerkt haben, dann ist super. Also, cfdtrade.eu. Ja, okay. Gut, das weiß ich. Okay. Gut, und Sie sind eine Firma aus London? Ja. Mhm. Und ich arbeite für die deutsche Abteilung, obwohl ich aus Griechenland komme. Das merkt man von meiner deutschen Sprache. Ah ja, okay. Gut, okay. Und bitte. Wie alt ist Ihre Firma? Ist es eine erfahrene Firma? Doch, ja. In einigermaßen, ja. Über 10 Jahre in Markt. Mhm, okay, gut. Und wir betreuen mehrere tausend Kunden weltweit. Und ich kann Sie versichern, Herr, dass Sie mit unseren Dienstleistungen sehr zufrieden sein werden. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Außerdem, wir bieten Ihnen zwei Alternativen. Entweder traden Sie mit einem Senior Account Manager oder Sie können das auch automatisch lassen. Wir installieren den Roboter und Sie können dann weitermachen. Und außerdem, Sie bekommen die ersten 5 Trades bekommen Sie gratis von unserer Seite. Das heißt, Ihr Kapital bleibt vorerst unberührt auf der Seite. Und Sie sehen, wie das läuft mit den ersten 5 gratis Operationen. Wenn es Ihnen gefällt, dann können Sie weitermachen. Sollte Ihnen nicht gefallen, was nicht der Fall sein wird, dann können Sie Ihr Geld in jeder Zeit auszahlen lassen. Mhm. Das ist sehr einfach. Also mit anderen Worten, Ihr Kapital ist gesichert. Okay. Und wir agieren immer im Rahmen des Gesetzes. Wir sind ein transparenter, ein lizenzierter und ein regulierter Handelsplattform in der EU. Okay, da kommen wir gleich zu. Mit was kann ich denn bei Ihnen alles handeln? Mit welchen Produkten? Können Sie nochmal bitte? Kann ich bei Ihnen nur CFD-Handel machen oder kann ich zum Beispiel auch Kryptos kaufen? Doch, Sie können bei uns alles mit Kryptowährungen handeln, mit Aktien, mit Öl, mit Gold, mit diversen Währungen. Praktisch alles, was auf der Börse spielt, können Sie bei uns. Ah ja, okay. Also auch ganze Kryptos kaufen. Doch, natürlich können Sie. Doch, na ja, gut, weil Sie sagen, Sie haben ja gesagt CFD und CFD ist ja nun mal was anderes. Nein, ich habe gesagt, cfdtrade.eu. Ja, eben. Aber das suggeriert okay. Ja, dass Sie nur CFD machen. Aber wenn Sie alles machen, ist ja gut, ist prima. Ja, ist das so. Ja, in der gut. Tat, es ist so. Ja. Gut, und wie ist das mit den Einzahlungen dann? Okay, mit der Einzahlung ist es so. Sie aktivieren Ihr Handelskonto. Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit einem kleinen Betrag. So, Sie können wählen, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Warum ist das so? Und das Geld bleibt Ihnen, das sind Ihr Geld und bleibt Ihnen auf Ihrem Handelskonto. Das Geld können Sie verwenden für den Trades. Ja, und warum ist das mit den 250 so? Ja, das ist das Mindestbetrag. Warum? Ja, An der Börse kann ich auch mit kleineren Beträgen handeln. Natürlich. Zwar zahlen Sie auf Ihrem Handelskonto 250 Euro, das heißt längst nichts,
dass sie die 250 Euro auf einmal handeln werden. Nein, sie starten ein mit kleinen Operationen, nämlich mit 2 Euro, mit 3 Euro, mit 4 Euro, mit 5 Euro und so weiter. Ja, aber bei der Börse gibt es keinen Mindestbetrag von 250 Euro. Ja, also die sind Vorschritte, die ich nicht bestimmt habe, bitte. Verstehen Sie mich auch nicht falsch. Das sind die Vorschritte unserer Handelsplattform. Also um Aktivierung Ihrer Handelskonto müssen Sie 250 Euro einzahlen. Okay, gut. Sie sagten, Sie sind ein lizenziertes Unternehmen. Wo sind Sie denn lizenziert? Haben Sie einen Computer? Ich zeige Ihnen jetzt gleich. Nee, können Sie mir einfach sagen, wo sind Sie lizenziert? Schauen Sie, wir sind in London lizenziert. Aber ich könnte Ihnen jetzt gleich sagen, unsere Lizenznummer. Und da haben Sie alles die notwendigen Informationen. Ja, dann sagen Sie mir einfach mal die Lizenznummer und bei wem Sie lizenziert sind. Ja, wir sind lizenziert in London und die Lizenznummer ist das da. Bei wem sind Sie lizenziert? Ja, schauen Sie. Ja, sagen wir einfach. Ich zeige Ihnen. Haben Sie keinen Computer vor sich, oder? Ich frage doch, ich habe eine einfache Frage gestellt. Bei wem sind Sie lizenziert? Okay, schauen Sie. Wir sind lizenziert bei Financial Certificate Organization, lassen Sie mich bitte, bei NetMic Limited heißt es. NetMic Limited. Nein. Private Limited Company. Nein. London. Augenblick. Ich habe gefragt, bei wem Sie lizenziert sind. Sind Sie bei der FCA lizenziert? Ja, bei FCS sind wir. FGS. FCA? FCS. FCS heißt es. Nee, gibt es nicht. Die lizenzieren nicht. In London gibt es... Nein, in London, in Großbritannien gibt es zwei Überwachungsfirmen, die lizenzieren. Das ist einmal die FCA und einmal die PRA. Und mehr gibt es nicht. Financial Certification Service, da sind wir. Ja, da wäre das dann die FCA. Ja, genau da. Vielleicht gab es ein Missverständnis zwischen Sie und mich. Bitte. Ja, ne, ich habe ja ganz klar gefragt, bei wem Sie lizenziert sind. Nein. Ich stehe da, auch, um Ihre Frage zu beantworten. Gut, dass Sie mich gefragt haben. Gut, okay. Dann geben Sie mir doch einfach mal die Lizenznummer von der FCA. Was brauchen Sie noch? Die Lizenznummer, unter der Sie lizenziert sind bei der FCA. Ja, das sage ich Ihnen. Ja, das sage ich. 1, 4. Ja. 5. Ja. 6. Ja. 9, 9. 7. Augenblick. Darf ich wiederholen? Augenblick. Nochmal. So, das war 1, 4, 5, 6, 9, Augenblick, 9, 7. Augenblick. Irgendwie. Ja. Es schreibt gerade irgendwie nicht. Okay. So. 1, so, 1, 6 oder wie war das? Nein, das war so. 1, 4, 5, 6. Ja. 9, 9, 7. 9, 7, okay. Zweimal die 9 und 7 am Ende. Ja. Nee, sind Sie nicht lizenziert. Sind wir? Nein, ich habe es gerade überprüft. Na bitte, wenn Sie da drauf klicken, dann sehen Sie, da kam die Lizenznummer. Ja, da ich habe gerade eben bei der FCA Ihre Lizenznummer überprüft. Die ist nicht vergeben. Na, wir sind lizenziert, bitte. Nee, unter der Lizenznummer nicht. Haben Sie 1, 4, 5, 6, 9, 9, 7 geklickt? Ja, genau. Und was kommt da? No search results for 1, 4, 5, 6, 9, 9, 7. Haben Sie Internet... Verbindungen. Natürlich. Das ist, sonst könnte ich doch gar nicht bei der FCA überprüfen. Ja, wenn ich klicke zum Beispiel da, kommt sofort unsere Lizenz. Nee, ich habe es ja genauso gemacht. Ich habe bei der FCA eine Überprüfung gemacht mit ihrer Nummer und da gibt es kein Suchergebnis.
das heißt, Ihre Nummer ist nicht registriert. Bitte, sind Sie vor dem Computer? Wie sollte ich denn sowas nicht sonst überprüfen, wenn ich nicht vor dem Computer sitze? Nein, nein, wenn Sie vor dem Computer jetzt sind, ich kann Sie nochmal zeigen, Schritt für Schritt. Ich habe es doch gerade überprüft. Ich habe es doch gerade überprüft. Na, das kann nicht wahr sein, bitte. Das ist aber so. Na, ist es nicht. Doch, ist es. Bitte, ja. Vielleicht haben Sie... Versuchen wir es doch mal, unter welchem Firmennamen sind Sie denn da registriert? Versuchen wir es damit dann nochmal. Na, na, machen wir so bitte, wenn Sie ein bisschen Zeit, wenn Sie mich ein bisschen Zeit widmen können. Schreiben Sie bitte da cfdtrade.eu. Und unter dem Firmennamen sind Sie bei der FCA registriert? Ja. Dann gehen wir das doch einfach nochmal ein. So, können Sie bitte das auf Google Chrome oder auf Safari, ich bin auf der Webseite der FCA. Und genauer kann man das nicht überprüfen. Nein, so. Um Ihre Lizenz zu zeigen, bitte folgen Sie meinen Anweisungen, wenn es möglich ist. Nee, ich bin auf der Seite der FCA. Was genaueres geht ja nun nicht. Genauer kann man es nicht überprüfen. Also, ich versuche Sie jetzt zu helfen, damit wir... Ja, brauchen Sie mir nicht mal helfen. Ich kann überprüfen, wo jemand registriert ist. Und Sie sind weder unter dem Namen noch unter der Lizenznummer. Das ist ja eigentlich der eigentliche Satz. Die Lizenznummer muss einmalig registriert sein. Und Sie sind unter dieser Lizenznummer nicht registriert bei der FCA. Das ist FCS. Nein, nein, es gibt keine FCS. Es gibt eine FCA. Na, es gibt eine FCS, bitte. Nein, es gibt in Großbritannien nur zwei Aufsichtsbehörden. Das eine ist die FCA und das andere ist die PRA. Mehr gibt es in Großbritannien nicht. Hier steht bei mir Financial Certification Service. Nein, das gibt es nicht. Es gibt nur zwei offizielle Behörden, die das registrieren und Lizenzen vergeben. Nur zwei. Und ja, wenn Sie nicht zuhören wollen, dann was? Ja, nicht zuhören wollen. Sie wollen mich verarschen. Das ist das Einzige. Nein, es gibt keine FCS, die in Großbritannien Lizenzen vergibt. Die gibt es nicht. Okay, das sagen Sie aber. Ja, gehen Sie doch auch mal auf die Webseite der FCA und dann suchen Sie mal oder meinetwegen googeln Sie mal danach, wer in Großbritannien Lizenzen vergibt und reguliert. Okay, das sagen Sie aber ich habe... Das weiß ich. Das Internet ist schlau. Wahrscheinlich schlauer als manch anderer, der versucht, andere Leute über den Tisch zu ziehen und zu betrügen. Herr, wir sind hier nicht, um Ihnen zu betrügen. Erstens, wir sind reguliert. Okay, alles klar, okay. Ja. Woher haben Sie da meine Nummer? Ja, ist auf unsere Seite angekommen. Gerade. Ja, woher haben Sie da meine Nummer? Ja, eben das versuche ich Ihnen zu erklären. Sie haben selber einen Account geöffnet bei uns. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Haben Sie nicht. Ja, was reden wir dann die ganze Zeit? Ja, Sie haben doch keine Telefonnummer gegeben. Okay, Augenblick, jetzt mal zu kurz zuhören. Haben Sie eine Genehmigung, mich anzurufen? Man braucht in Deutschland eine Genehmigung, mich anzurufen. Das nennt sich Double Opt-in. Haben Sie das? Okay. Na, das habe ich nicht. Und wenn Sehen Sie? Also sind Sie schon mal illegal. Allein dieser Anruf ist schon illegal. Okay, wenn Sie das auf so dieser bewerten, Nummer rufen nur Illegale und Betrüger an. Okay. So sind wir nicht, aber wenn Doch, Sie so gestört, sind Sie, genau gestört, das sind Sie. Sie betrügen die Leute. Nein, doch, das machen wir mit Sicherheit nicht. Doch, allein der Anruf sagt das schon. Sie rufen an ohne das Double Opt-in.
Dann okay, wollen Sie angeblich registriert sein bei einer Finanzregulierungsbehörde, die es gar nicht gibt. Sie sind am schlicht und ergreifend keine Ahnung. Okay, können wir das Gespräch beenden, bitte? Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind ein Betrüger und dann noch ein so schlechter Betrüger. Okay, Sie haben einfach keine Ahnung. Das sagen Sie aber. Ja, ja, natürlich, das sage ich. Das sage ich. Genau das sage ich. Ich wünsche Ihnen nur einen schönen Tag. Danke. Ja, wünsche ich mir auch. Ihnen allerdings nicht. Betrüger wünsche ich nie einen schönen Tag. Ja. Hallo? Hallo, good morning. Hallo. Yes, am I speaking with Klaus? Was? Amazing, this is safe speaking to you, my friend. How are you today? Welche Sprache sprechen Sie? Can you speak English, please? Ich spreche kein Ausländisch. Amazing. Hallo? Hallo, können Sie mich hören jetzt? Ich höre Sie. Okay, sehr gut. Wir haben ein Problem mit der Leitung. Ja, entschuldige mich. Okay. Okay, ich rufe Sie an vom Blockchain System für wegen einer Transaktion, wo Sie haben mit Ihrem Namen hier. Wen wollen Sie denn sprechen überhaupt? Wie bitte? Mit wem Sie sprechen wollen? Lea Russell. Ich bin Lea Russell, ja? Ja, und wer bin ich? Frank Tanner. Ah ja, okay. Ja, ist das korrekt jetzt? Ist das in Ordnung für Sie? Das ist korrekt, ja. Sehr gut, prima. Und wir haben einen Betrag mit Ihren Daten in unserem System und wir haben diesen Betrag eingefroren. Ich möchte Sie über den Betrag informieren, den wir für einige illegale und verdächtige Aktivierungen blockiert haben. Verstehe mich wieder? Was? Von welcher Firma sind Sie jetzt? Blockchain System. Blockchain System? Sie sind, also nicht von der Blockchain. Nee, Blockchain-System. Ja, fick deine Mutter und fick dir stupides kleines Ein Betrüger!